Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Wir spielen heute von Gregs Tagebuch den Eiermatsch, das Eiermatsch-Spiel, Leute. Und ich mache das natürlich nicht alleine, keine Forever Alone Edition heute, sondern es sind noch zwei weitere Damen da. Hallo! Hallo! Die Kati und die Nina sind da. Und warum habe ich zwei weitere Damen gesagt, als wäre ich eine Dame? Das passt irgendwie nicht. Drei Damen heute. Ja, egal. Wenn ich gewinne, dann ist es kein Problem. Wir spielen heute das Spiel Eiermatsch. Und ich erkläre es nochmal ganz kurz. Wir ziehen hier eine Karte. Hier steht zum Beispiel jetzt der Begriff Pizzabelege drauf. So, ich starte zum Beispiel. Ich drücke auf das Ei und das tickt schon. Und ich muss jetzt einen Pizzabelag nennen, wie Käse. Und dann gebe ich an einen beliebigen Spieler weiter. Das kann die Nina, das kann die Kati sein, das kann ich mir aussuchen. Und bei dem es Crack macht, wir warten mal kurz. Dauert. Bei wem es dann Eiermatsch macht, der hat die aktuelle Runde verloren und muss diese Karte dann als Strafkarte nehmen. Und wer als erstes drei Strafkarten gesammelt hat, der hat verloren. Okay. Relativ einfach. Ja. Mhm. Okay. So, ich mische mal die Karten. Ist ein Spiel von Kosmos. Nur damit ihr mal Bescheid wisst. Geeignet ab 8 Jahren. Soll eigentlich ca. 30 Minuten dauern, aber ich habe das Gefühl, bei uns dauern die Spiele nie so lange. So, ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen nach unten, damit wir auch die Karten immer sehen können. So, und wer möchte starten? Immer der, der fragt. Gut, okay. Alles klar. Als erstes darf ich die Karte ziehen und dann auf das Ei drücken. So, Getränke aus dem Kühlschrank. Alles klar, ich starte. Milch. Nina, für dich. Cola. Kathi? Limonade. Fanta? Ist, glaube ich, Limonade. Dann sage ich Orangensaft. Nina? Bier. Apfelsaft. Ah! Ich habe es auch schon gesagt. Ja, aber du hast das Ei noch in der Hand. Na gut. Darum geht es. So, damit hat Kathi die erste Karte bekommen. Die erste Strafkarte, aber... Dann ziehe ich mal die nächste, ne? Genau. Du darfst auch starten. Dann habe ich hier einmal das Ei, da muss ich gleich drauf drücken. Und jetzt kommen Schmuckstücke. Kette. Armband. Ring. Kathi. Fußring. Zehenring. Perlenkette. Kathi. Bauchkette. Piercing. Da! Ah! Nasenpiercing, Kathi. Ohrring. Bauchnabelpiercing. Ah! Kahn hat es schon berührt, das Ei, aber ich hatte es noch in der Hand. Das heißt, ich kriege eine Strafkarte und bin als nächstes dann dran mit dem Begriff. Möglichkeiten, sich schnell vorzubewegen. Auto. Hüpfen. Ich glaube, damit sind eigentlich keine Autos oder so genannt, sondern keine Fahrzeuge? Nee, okay. Ich glaube nicht. Schnell rennen. Laufen. Sprinten. Nina, nochmal. Fahren. Schwimmen. Oh. Na gut. Wenn der Begriff genannt wurde, dann kracht es und keiner hat so schnell das Ei in der Hand. Na gut, dann habe ich schon zwei Strafkarten. Normalerweise müsste Nina auch eine Strafkarte bekommen. Warum? Weil du Auto genannt hast und Auto war nicht richtig. Naja, das heißt nicht richtig. Ich drehe die nächste um. Dinge, die man lesen kann. Es war einmal ein kleiner Junge in einem dunklen Wald. Dinge, die man lesen kann. Zeitschrift. Ein Buch. Ein Comic. Eine Tageszeitung. Ein Tagebuch. Ein Plakat. Nein! Und kann das Ei ist bei mir diesmal jetzt zermatscht worden. So, bleibt es spannend. Ich habe noch nicht verloren. So, es steht 1-1-2. Ich nehme eine Karte. Computer und Videospiele. Oh je, da bin ich nicht so gut, glaube ich. Super Mario. Kathi. Autorennen? Oder muss ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Ja, okay, nein. Gut. Das hätte ich jetzt am einfachsten gefunden. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte noch... Mir fallen mehr Fahrtbewegungsmittel. Ja. Okay. Ja gut, dann habe ich drei Karten, ne? Dann bist du raus. Ich bin jetzt raus. Wollt ihr noch weiterspielen ohne mich? Kathi ist Eiermatsch, oder was? Sozusagen, ich, ja. Ich habe jetzt ein zermatschtes Ei hier auf dem Kopf. So, wollen wir noch eine Karte ausspielen, Nina? Ja, wir machen die ja letzte los. Karte. Macht mal, machen noch eine. Bin ich dann wieder? Ja, eigentlich wäre die Karte dran. Soll ich sie für euch umdrehen? Ja, ja, kannst du gerne machen. Ich starte mal. Orte, an denen man sich verstecken kann. Ah, das ist auch gut. Das hätte ich auch gut gewusst. So. Unter der Couch. Unterm Bett. Im Schrank. Hinter der Gardine. Im Auto.
Im Busch. In der Schule. Auf dem Klo. In der Badewanne. Im Kofferraum. Das war's. Gewonnen. Nina hat gewonnen. Sehr gut. Da freut sich aber jemand. Wirklich ein sehr, sehr lustiges Spiel. Und normalerweise, jetzt verstehe ich auch, warum es eine halbe Stunde dauert, weil man, glaube ich, alle Karten ausspielen muss. Und es sind noch einige über. Wie zum Beispiel Extremsportarten. Auch sehr cool. Zaubertricks. Oh, das wäre, glaube ich, extrem schwer. Das wäre schwer gewesen. Ja. Womit man sein Taschengeld aufbessern kann. Oder auch Snacksorten. Also das wäre wieder was für mich. Eiermatch, Gregs Tagebuch. Sehr, sehr lustiges Spiel von Kosmos. Was sagt ihr? Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe leider verloren. War nicht so gut bei den Videospielen mit dabei. Vielleicht fallen euch ja noch ein paar Videospiele ein, die ihr gesagt hättet an meiner Stelle. Dann schreibt ihr mal unten in die Kommentare. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde es auch nochmal spielen. Nina, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja gewonnen. Ich habe gewonnen. Es hat auch diesen Panikfaktor, ne? Also definitiv. Immer ist auf Zeit und dann tickt die Uhr und man gerät in Panik. Also hat auf jeden Fall gebockt. Ja, würde ich auch sagen. Leute, wenn euch dieses Video gefällt, gerne Daumen nach oben. Wenn euch das Video gar nicht gefällt, Daumen nach unten. Aber trotzdem Abo dalassen, Leute. Wir sehen uns beim übernächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.